Lieben, ich bin die Kim und heute gibt es von mir eine Review zu Carry On von Rainbow Rowell. Ganz am Anfang möchte ich kurz zwei Sachen sagen, und zwar einmal gibt es einen spoilerfreien Part, das ist jetzt hier am Anfang, und zum Schluss gibt es noch einen Spoiler-Teil, wo ich dann halt auch über das Ende von dem Buch rede. Das sage ich euch aber dann, wenn ihr es noch nicht gelesen habt oder nicht gespoilert werden wollt, könnt ihr dann ausschalten. Und das zweite ist, für mich, ich kann keine Review über dieses Buch machen, ohne Harry Potter damit reinzubringen, also ohne eine Verbindung zu Harry Potter zu ziehen oder über Harry Potter zu reden. Und wenn euch, wenn ihr da ein Problem damit habt oder euch das nicht passt oder ihr halt eine Review hören wollt, ohne irgendwelche Harry Potter Vergleiche, dann seid ihr bei mir leider falsch. Aber ich kann einfach nicht darüber sprechen, ohne über Harry Potter zu sprechen. Außerdem tut es mir leid, wenn ich ein bisschen verbraucht aussehe. Ich bin direkt von der Arbeit gekommen und habe dann gedacht, ich nutze jetzt gleich noch das Licht, bevor ich wieder Lichter aufstellen muss und so, solange es noch ein bisschen Licht draußen hat, und deswegen sehe ich jetzt gerade so aus. Also, dieses Buch, zuerst für die, die es nicht wissen oder die noch nichts darüber gehört haben, das Buch gibt es jetzt schon eine ganze Weile und das ist von Rainbow Rowell, und Rainbow Rowell hat zuerst ein Buch geschrieben, das heißt Fangirl. Also es ist, glaube ich, nicht ihr erstes Buch gewesen, weiß ich jetzt nicht genau, aber auf jeden Fall ist es vor Carry On erschienen. Und ich habe Fangirl selber nicht gelesen, aber ich kann euch so grob erzählen, worum es da geht, weil das ist ein bisschen wichtig, um euch zu erklären, was dieses Buch hier eigentlich ist. Und zwar ist Fangirl ein Contemporary-Buch, also ein Buch, das in der realen Welt spielt, hat nichts mit Fantasy zu tun, also gar nicht. Und da geht es um ein Mädchen, ich glaube Kath heißt sie, und sie ist an der Uni und studiert. Und sie schreibt Fanfiction. Und sie schreibt Fanfiction über Harry Potter quasi, ja, also es sind Drarry Fanfictions, mehr oder weniger, also Drarry bedeutet, ich weiß nicht, wie gut ihr euch damit Fanfiction so auskennt, aber Drarry bedeutet Draco Malfoy und Harry Potter, also sie schreibt quasi Geschichten, wo diese beiden so zusammenkommen, aber es heißt halt nicht Harry Potter und Draco Malfoy, und die Bücher heißen nicht Harry Potter, sondern die Bücher heißen Simon Snow, und bei Simon Snow gibt es halt einen Jungen, und das ist der Auserwählte und der Chosen One, und der muss die Zauberwelt retten vor dem großen Bösen, und er hat einen quasi Erzfeind in der Schule, der heißt Bass, und die beiden können sich halt überhaupt nicht leiden, und ja, also quasi Harry Potter, aber halt nicht Harry Potter, sondern Simon Snow. Und es gibt in Fangirl gibt es 7 Simon Snow Bücher. Und da schreibt sie Fanfiction. Also ich glaube, der Inhalt dieser Bücher wird nicht groß beschrieben, weil es geht ja nicht wirklich um diese Simon Snow Bücher. Es geht ja um Kath, aber Fanfiction schreiben ist eben ein Hobby von ihr. Und nachdem Fangirl rausgekommen war und alles, hat sie dieses Buch geschrieben, Carry On, und das ist quasi das 8. Simon Snow Buch. Das ist quasi der 8. Teil in einer Reihe, die es aber nicht gibt. Also es gibt nur dieses Buch. Das ist ein alleinstehendes Buch. Das spielt aber im 8. Jahr auf dieser Schule, wo Simon ist, ja? Also ihr müsst euch das so vorstellen wie Harry Potter. Es gibt 7 Schuljahre, nur dass es eben 8 gibt, und die ersten 7 Bücher gibt es nicht. Die gibt es in der fiktionalen Welt von Kath, ja? Sie schreibt ja darüber Fanfiction und so, aber in unserer realen Welt gibt es die nicht. Und in Kaths Welt, also bei Fangirl in dieser Welt, gibt es dieses Buch noch nicht, weil da geht es ja nur bis Band 7. Und wir in der richtigen Welt haben jetzt Band 8. Ich hoffe, das ist nicht zu verwirrend für euch jetzt gewesen. Im Endeffekt einfach ein Standalone-Fantasy, also ein Einzelbuch, das sehr große Ähnlichkeit mit Harry Potter aufweist und im 8. Jahr an einer weiterführenden Zaubereischule spielt. So, ganz kurz zu Anfang weg. Ich habe diesem Buch 4 Sterne gegeben. Ich fand es super. Aber warum, das erzähle ich euch jetzt noch. Und zwar erstmal, wie gesagt, ich kann das nicht ohne Harry Potter beschreiben, weil für mich, wo ich das Buch gelesen habe, war schon sehr klar, dass es auf Harry Potter beruht. Also ich würde sagen, es ist vielleicht so eine Nacherzählung. Also es ist definitiv keine Kopie, da komme ich auch gleich noch drauf, so Unterschiede und so. Aber ich würde es vielleicht am ehesten vergleichen mit zum Beispiel A Court of Thorns and Roses, also das Reich der 7 Höfe, Rosen und Dornen heißt es, glaube ich, auf Deutsch. Das ist ja jetzt erst rausgekommen auf Deutsch. Und das ist eine Nacherzählung von Beauty and the Beast, also von Die Schöne und das Biest. Und ungefähr so würde ich sagen, ist das. Das ist einfach eine Nacherzählung von Harry Potter, das so auf dieser Geschichte beruht, aber in einer eigenen Welt spielt, mit eigenen Charakteren und einem eigenen Plot, einer eigenen Handlung. So, jetzt zum Buch. Dieses
Buch, wenn man es liest und man hat Harry Potter schon mal gelesen, gehört, wie auch immer, erkennt man definitiv die Parallelen. Und zwar ist es einmal natürlich Simon Snow, der Auserwählte, der die Welt retten muss. Er geht auf eine Zauberschule und hat einen Erzfeind auf dieser Schule, der Bass heißt in diesem Fall. Und außerdem gibt es auch einen Schulleiter, der allwissend und allmächtig erscheint so ein bisschen und überall seine Finger drin hat und auch seine eigene Gruppe von Leuten hat, die für ihn, ja nicht unbedingt kämpfen, aber für ihn Sachen erledigen, weil zum Kampf ist es da jetzt noch nicht gekommen. Und da sieht man schon ganz klar die Parallelen von Harry Potter, weil das ist ja im Endeffekt genau das, was bei Harry Potter ist. Es gibt auch das große Böse, was ja bei Harry Potter zum Beispiel Voldemort ist. Und es gibt auch diesen Klassenkampf zwischen den alten Familien und den anderen, mehr oder weniger. Das ist aber so, das ist wie gesagt ähnlich wie bei Harry Potter, aber wie gesagt, das ist eine ganz eigene Geschichte trotzdem und es fängt auch schon mit den Figuren an. Ja, diese Konstellation zumindest mit Simon, dem Helden, Bass, dem Erzfeind auf der Schule, dem Schulleiter, The Mage heißt er in diesem Fall, und diesem großen Bösen, der heißt Humdrum und ist auch nicht wirklich eine Person erstmal, also das ist ein bisschen komplizierter, da komme ich gleich noch dazu. Diese vier Personen zum Beispiel, kann man ganz klare Parallelen zu Harry Potter ziehen. Ich finde auch von den vom Charakter, von der Persönlichkeit her, kann man auch schon Parallelen ziehen. Aber es ist trotzdem nicht so, dass Simon zum Beispiel denselben Charakter hat wie Harry. Man erkennt, dass er quasi auf Harry basiert, nicht nur durch seine Position als The Chosen One, sondern auch ein bisschen über seinen Charakter, aber nicht komplett. Also er ist schon ein eigener Charakter. Dasselbe bei Bass, der quasi Draco Malfoy, der parallel zu Draco Malfoy quasi läuft. Auch hier eigene Person, ganz eigene Persönlichkeit, aber man sieht so kleine Parallelen. Noch mehr ist es der Fall, finde ich, beim Mage, also Dumbledore quasi, weil den Mage vielleicht, da sieht man auch nicht so viel von seiner Persönlichkeit und von daher ist es vielleicht noch einfacher, diese Parallele zu ziehen. Vor allem, weil da muss ich sagen, sehr, sehr viel, was Rainbow dem Mage so angeschrieben hat, also wie sie den Mage entwickelt hat, seine Persönlichkeit, seine Geschichte, seine Vergangenheit, seine Motive, ist sehr ähnlich dem, was ich mir eigentlich über Dumbledore denke. Aber es ist nicht so, wie es im Buch steht bei Harry Potter. Also da ist nochmal auch ein Unterschied. Und auch der Humdrum und Voldemort, die Person an sich kann man gar nicht vergleichen. Das werdet ihr auch noch merken, wenn ich über den Humdrum noch mehr rede. Aber natürlich ist es das große Böse, das ist schon vergleichbar. Alle anderen Figuren, finde ich, sind aber in keinster Weise vergleichbar. Ich habe schon gehört, auch wie Leute probiert haben oder sagen, okay, zum Beispiel gibt es Penelope oder ich weiß jetzt nicht, wie man die aussprechen sollte, Penelope, keine Ahnung. Das ist die beste Freundin von Simon und sie hat halt eine größere Familie und ihr ältester Bruder oder zumindest, doch, ich glaube, es ist ihr ältester Bruder, der arbeitet auch für den Mage. Ja, und von daher habe ich schon gehört, okay, sie ist quasi Ron Weasley und dem seine älteren Brüder sind ja auch im Orden des Phönix, wie auch immer. Das finde ich aber klar, kann man da so die Parallelen ziehen. Großer Bruder, der für den Mage arbeitet und jüngstes Kind, das mit Simon Snow oder Harry Potter befreundet ist. Aber da muss ich echt sagen, das sind komplett andere Figuren, die haben überhaupt nichts miteinander zu tun, die Persönlichkeiten. Und auch alle anderen Figuren, die so irgendwie vorkommen, finde ich, wenn man da Parallelen zu Harry Potter ziehen will, dann kann man das, aber nicht mit den Persönlichkeiten von diesen Figuren. Also das sind wirklich total eigene Persönlichkeiten und das finde ich auch echt gut, weil die super einfach in dieses Buch reinpassen. Und auch die Handlung, klar kann man jetzt auch, klar, auch ein bisschen parallel zu Harry Potter, aber eben weil diese Handlung auch von Harry Potter ja, ich sag mal, diese ganz Grundhandlung nichts weltbewegend Neues ist. Also versteht mich nicht falsch, ich liebe Harry Potter über alles, aber dieser Junge muss das große Böse besiegen und wird auf allen Ecken und Enden aufgehalten und hat es schwer. Das ist nichts Neues. Das ist hier so, das ist bei Harry Potter so und das ist bei einer Million anderen Büchern auch so. Und ja,
Worüber wollte ich noch reden? Weil ich habe das Gefühl, diese Review wird ziemlich durcheinander, weil für mich, wie gesagt, das ist einfach für mich ein Vergleich mit Harry Potter. Und wenn es um Harry Potter geht, dann fange ich an, was ich was alles zu erzählen. Und dann hat es nicht mehr wirklich eine Struktur. Aber ich habe es auch aufgegeben, bei meinem Reden über Harry Potter eine Struktur reinzubringen. Es funktioniert einfach nicht. Also fassen wir erstmal so weit zusammen. Die Charaktere sind toll, gefallen mir sehr gut. Teilweise besser als bei Harry Potter sogar und sind definitiv eigene Charaktere. Also ich muss sagen, gerade The Mage, das ist genau das, was ich eigentlich über Dumbledore denke. Also das hat sie hier definitiv. Und auch zum Beispiel, also ich bin absolut kein Ron Weasley-Fan und wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Penelope und Ron, würde es Penelope werden, weil ich Ron einfach nicht mag. Aber wie gesagt, diese beiden, finde ich, kann man auch nicht wirklich vergleichen. Also es sind einfach zwei komplett unterschiedliche Charaktere. Von daher, ja. Die Handlung, dazu sage ich, brauche ich gar nicht viel sagen eigentlich. Im Endeffekt muss er diesen Humdrum besiegen, um zu verhindern, dass es zu einem Krieg kommt. Und, Spoiler Alert, er schafft es. Tut mir leid, wenn ich euch jetzt mega gespoilert habe und ihr euch nicht sicher wart, ob er es schafft, das große Böse zu besiegen, aber er schafft es. Außer diesem großen Bösen gibt es hier ja auch noch diese alten Familien, wie ich gesagt habe. Hier ist es aber nicht so wie bei Harry Potter, dass das Blut im Vordergrund steht, sondern eher die Kultur. Auch etwas, das ich, wenn ich Harry Potter Fanfiction lese oder gelesen habe, sehr gemocht habe, wenn sich dann nachher herausgestellt hat, dass es eigentlich nicht ums Blut geht, sondern um die Kultur, was halt für mich ein Grund ist oder ein Ziel oder wie auch immer, für das ich verstehe zu kämpfen. Also ich finde, bei Harry Potter, die Todesser sind einfach Rassisten oder Faschisten oder was auch immer da das richtige Wort ist und das ist einfach schwachsinnig und dumm, Leute zu verurteilen aufgrund von ihrem Blut. Was für mich aber Sinn macht, ist Leute zu verurteilen ist generell nicht gut, aber zu sagen zum Beispiel, Hermine ist ein Schlammblut, weil sie sich überhaupt nicht die Mühe macht, die Kultur kennenzulernen und weil ihr die Kultur total am Hintern vorbeigeht und jemand anders, der vielleicht aber aus derselben, also auch ein von Muggeln geboren ist, der sich aber die Mühe macht, zumindest die Kultur kennenzulernen, sich zumindest anzupassen, dass diese Leute akzeptiert werden. Und das ist etwas, das ist natürlich in Harry Potter nicht so, das ist aber was, wo ich sehr gern Fanfiction drüber lese, weil das sowas ist, was ich halt eher verstehen würde und was ich gut finde. Und so ist es auch eher hier. Dazu muss ich aber sagen, hier ist das Magiesystem ganz anders und dadurch stimmt das auch schon wieder nicht so ganz. Und zwar, klar, die Kultur ist sehr wichtig, aber dort gibt es keine eigenen Zaubereibereiche außer der Schule. Also es gibt keinen Vergleich zu Diagon Alley oder so. Alle Zauberer, auch die alten Familien, wie zum Beispiel Bass, seine Familie, die leben unter Muggeln. Ich habe vergessen, wie Muggel hier heißen. Das tut mir leid. Ich glaube, sie heißen die Normalen oder so. Normals? Ich glaube, sie heißen Normals, weil Mundanes sind Shadowhunter. Ich meine, es sind die Normals. Und es lebt jeder zwischen diesen Normalen. Oder ich werde sie weiterhin Muggels nennen, weil es stimmt nicht Muggels, aber ich bin mir nicht sicher, ob normal stimmt. Deswegen bleibe ich bei Muggel. Es lebt jeder unter den Muggeln. Und jeder hat ein Handy oder ein Laptop oder wie auch immer. Also auch Bess, seine Familie, die haben alle Handys und Laptops und was auch immer. Also da wird diese Muggelkultur überhaupt nicht so ausgeschlossen. Und das finde ich auch sehr, sehr gut, weil ich nie verstanden habe, warum die Zauberer sich so auf ihre Methoden versteifen, wenn es denn eventuell Muggelmethoden geben würde, die besser wären. Trotzdem, wie gesagt, in alten Familien ist ihre Kultur sehr wichtig und dadurch gibt es Streit zwischen den alten Familien und dem Mage und allen, die dem Mage folgen. Was jetzt genau so schlecht ist an dem, was die alten Familien wollen und was jetzt genau der Mage will, was so toll und die Seite der Guten ist und so, das wird nicht wirklich beschrieben. Was auch wieder ein Punkt ist, wo ich sagen muss, sie nimmt genau das, was ich in Fanfiction liebe und macht daraus ein Buch.
Das ist nämlich genau das. Also man erfährt gar nicht, der Mage ist einfach gegen die alten Familien und gegen den Humdrum. Okay, warum er gegen den Humdrum ist, verstehe ich, weil der Humdrum, also dieser Böse, der klaut wohl die Magie. Und da sind natürlich alle dagegen, die alten Familien und der Mage. Und die wollen ihn alle fangen. Aber der Mage hat auch ein großes Problem mit den alten Familien. Und über die alten Familien kriegt, also die, ihre Sichtweise kriegt man auch ziemlich gut mitgeteilt, weil es sich halt auch sehr auf Baz fokussiert, also Simon und Baz. Und von seiner Seite kriegt man eigentlich immer nur mit, sie sind gegen den Mage, weil der Mage sie zerstören will. Und vom Mage seiner Seite, also von der Seite des Guten, kriegt man eigentlich nur mit, sie wollen diese alten Familien zerstören, aber nicht warum. Und das ist wieder genauso ein Knackpunkt für mich. So, ja, die sind böse, die müssen wir zerstören, aber warum, wird nicht gesagt. Und das finde ich echt gut hier. Und ja, jetzt muss ich kurz meine Gedanken sammeln. Genau, das Magiesystem. Also wie gesagt, Magie und Muggels werden überhaupt nicht ausgeschlossen. Ich finde es ein bisschen schade und wie gesagt, ich ziehe hier einfach direkte Vergleiche, weil ich es sonst nicht anders irgendwie bewerten kann. Ich finde es schade, dass es keine sowas wie Diagon Alley gibt, die Winkelgasse, dass es sowas nicht gibt, aber ich finde es sehr gut, dass diese Muggelwelt, die normale Welt, viel, viel besser integriert ist. Und genau, das Magiesystem, darüber wollte ich sprechen. Das ist ganz anders, weil es gibt zwar Zauberstäbe, aber erstens muss nicht jeder einen Zauberstab haben, jeder muss einen Fokus haben, also etwas, worüber er seine Magie benutzt. Das kann ein Zauberstab sein, das kann ein Ring sein, das kann auch irgendwas anderes sein. Das ist ein kleiner Unterschied, den finde ich jetzt nicht so in Ordnung. Stört mich nicht, finde ich nicht mega positiv oder mega negativ, das ist einfach so. Finde ich gut gemacht. Ja, was aber ist, ist, dass es keine... Es gibt schon Zaubersprüche, aber das sind nicht irgendwelche lateinischen Sprüche, sondern das ist eher so ähnlich wie bei Bibi Blocksberg. Ja, also dass sie sagt, was weiß ich, 1, 2, 3, es gibt Kartoffelbrei, keine Ahnung. Also man sagt das, was man möchte. Und es ist wohl so, dass diese Sprüche, je mehr sie benutzt werden, desto größere Wirkung kriegen sie. Und man muss aber auch Magie da reinlegen in diesen Spruch, damit es was wirkt. Also zum Beispiel gibt es Zaubersprüche, die Strophen aus einem Lied zum Beispiel sind. Und die sind dann sehr mächtig, weil sehr viele Leute dieses Lied singen oder weil das Lied sehr präsent in den Köpfen von den Leuten ist. Aber nur wenn man dieses Lied singt, heißt es nicht, dass man direkt damit zaubert. Man muss seine Zauberkraft in dieses Lied legen oder in diese Strophe, die man spricht, damit sie funktioniert. Das ist etwas kompliziert zu erklären. Ich fand es gut beschrieben. Ich finde es jetzt als Zaubereisystem, muss ich ehrlich gesagt sagen, nicht so gut. Ja, also ja, das hat mir jetzt nicht so gefallen, aber es macht schon mehr Sinn, als ich das euch jetzt erklären kann. Also wenn ihr das lest, würde es schon Sinn machen. Trotzdem hat mir das nicht so arg gefallen. Aber wie gesagt, das ist jetzt, dass man nicht nur durch einen Zauberstab zaubern kann, sondern auch durch zum Beispiel einen Ring oder so, das hat mich jetzt nicht gestört. Und das war es dann eigentlich auch schon so jetzt in meinem Vergleich. Generell muss ich sagen, ich finde, es ist sehr gut geschrieben. Ich finde, sie hat es sehr gut gemacht. Sie hat wirklich dieses Retelling, diese Nacherzählung super mit eigenen Sachen einfach reingebracht und hat, finde ich, halt auch die perfekten Sachen rausgenommen aus der Originalerzählung und hat die mit eingebaut in ihre Erzählung, aber hat halt auch super eigene Sachen dazu gemacht und deswegen muss ich sagen, finde ich ein Top-Buch. Ich habe ihm nur in Anführungszeichen 4 Sterne gegeben, weil es halt einfach Bücher gibt, die mir besser gefallen und irgendwo muss man Abstriche machen. Ja, also ich habe jetzt nichts wirklich, wofür ich diesem Buch Punkte abgezogen habe, sondern nur einfach, dass ich habe es gelesen, ich fand es toll, aber ich fand es nicht mega, mega, mega toll. Ja, aber das ist halt was Persönliches. Objektiv muss ich sagen, habe ich jetzt nichts Negatives an diesem Buch gefunden. Außer vielleicht, dass mir manche Sachen, wie zum Beispiel das Magiesystem, im Vergleich zu Harry Potter nicht so gut gefallen haben. Aber danach finde ich, also ich möchte das Buch ja nicht bewerten, ob es so gut ist wie Harry Potter oder nicht, weil natürlich ist es nicht so gut wie Harry Potter, ja. Aber das möchte ich nicht machen, auch wenn ich bei meiner Rezension irgendwie
Vergleiche ziehen muss und eigentlich auch hauptsächlich nur im Vergleich zu Harry Potter darüber rede, möchte ich es nicht nur danach bewerten, wie gut es im Vergleich zu Harry Potter ist, sondern wie gut es einfach auch so ist, und es ist sehr gut. Ja. Und ich glaube, das war's für meinen spoilerfreien Teil. Mein spoilerischer Teil wird auch nicht lang. Ich werde im Endeffekt dieselben Sachen sagen, die ich jetzt schon gesagt habe, nur in Bezug auf eine bestimmte Sache. Deswegen, ja, und ich glaube, vielleicht, wenn ihr mir gut zugehört habt, könnt ihr euch das auch schon denken, worum es genau geht. Es geht ja um den Mage auch nochmal. Und ja, wenn ihr euch den zweiten Teil aber nicht anhören wollt, dann vielen Dank, dass ihr soweit mir zugehört habt. Lasst mir gerne einen Kommentar da, sagt mir, was ihr hier davon haltet oder zu irgendwas von meinem Harry Potter Geschwätz, ja. Gebt mir auch gerne einen Daumen hoch und abonniert mich. Und vielleicht sagt ihr mir auch, weil jetzt habt ihr vielleicht so ein bisschen ein Ding darüber bekommen, wie ich über Harry Potter rede, weil ich habe mir überlegt, ich würde gerne Videos drehen zu Harry Potter, jeweils für die Jahre oder für die Bücher, und einfach mal drauf losreden, was ich so gut fand und was nicht. Das werden keine Reviews sein, weil ich werde nicht, oder Rezensionen, ich werde nicht darüber reden, was ich an J.K. Rowlings Schreibstil oder so gut fand, sondern ich werde über diese Welt reden, also als wenn sie Wirklichkeit wäre, und was ich davon halte, was da so passiert ist. Manche Sachen finde ich gut, manche nicht so. Es wird aber, wie gesagt, keine Review werden, sondern wirklich, für mich ist diese Welt real und ich sage euch einfach, was ich davon halte. Ja, jetzt aber zum spoilerischen Teil, und ich hoffe, euch stört es mit dem Buch nicht so, aber ich habe es jetzt in der Hand und dann spiele ich darum. Und der Mage ist böse, ja. Und genau das ist es eigentlich, was ich von Dumbledore denke. Es tut mir leid, aber für mich ist einfach Dumbledore, das kann nicht sein, dass er gut ist. Da sind wir wieder bei dem, was ich gerade gesagt habe, hier irgendwie. Ich rede über die Harry Potter Jahre und sage euch, was ich davon halte. Weil ganz ehrlich, wenn man das aufmerksam liest, oder generell auch wenn man es nicht aufmerksam liest, man kann doch nicht davon ausgehen, dass Dumbledore wirklich gut ist. Also was er so alles tut oder auch nicht tut, das ist doch, das kann doch gar nicht sein. Und sie hat's übernommen oder nicht übernommen oder wie auch immer. Der Mage ist böse und möchte eigentlich nur die Macht für sich haben. Und ja, Simon Snow eigentlich töten, um seine Macht zu bekommen, und er hat irgendwie überhaupt kein wirkliches Interesse an Simon Snow, sondern nur an dem, was Simon Snow ihm bringen kann, und er möchte alles vernichten, den Humdrum natürlich, da hat er recht, das ist gut, aber vor allem möchte er auch die alten Familien vernichten und einfach Herrscher der Welt werden, mehr oder weniger. Und ja, Dumbledore, das ist einfach genau das, was ich über Dumbledore denke, was ich glaube, was er wirklich ist, was J.K. uns nur nicht so verraten wollte, und Rainbow hat es getan. Sie hat uns einfach sein wahres Gesicht gezeigt, und dafür liebe ich sie. Ja, und das war es eigentlich auch mit dem Spoiler-Teil. Ich meine, ja, wie auch immer, das ist es einfach. Das ist es. Und dass Simon ja eigentlich der Humdrum ist, fand ich auch echt überraschend. Also man hat schon so, als ich Bass und Penny zugehört habe, also sie gelesen habe, ihnen zugelesen habe, habe ich ihre Logik verstanden und auch so gedacht, so okay, wow, okay, da sind wirklich die Hinweise. Aber also es ist eine super Wendung, das hätte ich echt nicht geglaubt oder gedacht. Also ich habe es dann schon geglaubt, als sie damit angefangen haben, hat es Sinn gemacht für mich. Aber ich wollte es einfach nicht wahrhaben. Aber ja, es ist trotzdem ein schönes Happy End. Simon ohne Magie, und Bess ist trotzdem noch bei ihm. Der Vampir und der Normale mit Flügeln und einem Schwanz. Ja. Ich fand das Buch einfach klasse, und ich kann jetzt noch ewig weiter drüber reden und werde dann im Endeffekt aber nur über Harry Potter reden, und ich kann auch ewig noch das Buch weiter hin und her machen, aber ich glaube, das hat nicht viel Sinn, deswegen sage ich jetzt auf jeden Fall mal tschüss!